Hallo, ich bin der Florian. Wir sind da heute im Spital bei der FH Kärnten. Heute ist der Open Day. Kommt mit, schauen wir, was los ist. Am Standort Spital werden die Studien Architektur und Bauingenieurwesen angeboten. Wenn die FH Kärnten zum Tag der offenen Tür lädt, ist Action vorprogrammiert. 4 Studenten stellen sich dem Wettbewerb: Wer ist der beste Brückenbauer? Gebaut wird die Leonardo-Brücke aus solchen Holzstaberl. Ich werde selber mitmachen und habe 3 andere Konkurrenten. Schauen wir, wer am schnellsten ist. Alle 4 Kandidaten geben ihr Bestes, doch stehen bleibt die Brücke nur bei Architekturstudentin Katharina. Die Dame hat gewonnen, wahrscheinlich bessere Geschicklichkeit in die Fingern. Ich habe jetzt dafür ein anderes Droger gebaut, auch interessantes, spannendes. Ja, Gratulation an die Dame. Neben Vorlesungen für Interessierte werden am FH-Day in Spital auch Forschungsprojekte und Architekturmodelle präsentiert. Zur gleichen Zeit läuft der FH-Day auch in Villach auf Hochtouren. Hallo, ich bin die Katharina. Wir sind hier in Villach an der FH Kärnten und ich studiere Geoinformation und Umwelttechnologien, und was das ist, möchte ich euch jetzt zeigen. Hier werden die Studiengänge aus den Bereichen Wirtschaft und Management, Engineering und IT und Bionik vorgestellt. Ich bin sehr begeistert, die ganzen Geräte, was man da sieht, und Roboter. Es ist hier eine interessante Sache, wenn man da dann mithelfen und mitarbeiten kann, die weiterzuentwickeln und zu verbessern. Mit Tags da, ich habe da mit einem Studenten unterhalten, der hat mir das genau gut erklärt, was es sich da handelt im Studium Mechatronics, und das würde ich gerne nächstes Semester anfangen. Katharina begibt sich inzwischen auf Spurensuche. Jetzt haben wir einen EDV-Raum und machen bei einem Wettbewerb mit. Der heißt: Wo ist die Gams? Mit einer speziellen Software wird eine Habitatsanalyse durchgeführt. Die Aufgabe: Wer findet die Gämsen-Hotspots? Das war schon ganz spannend, aber ich war ein bisschen zu langsam. Und das Endresultat ist schon ganz interessant, wenn man sieht, wo sich die wirklich befinden. In spannenden Workshops werden am FH-Day Wissenschaft und Forschung anschaulich gemacht. Das machen wir über verschiedene Veranstaltungen, insbesondere auch die Möglichkeit zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen, sodass dann die Teilnehmer auch wirklich hautnah erleben können, wie sich das Studium an der FH Kärnten dann später auch anfühlt. Weiter geht's nach Klagenfurt zum nächsten Standort. Hallo, ich bin die Maxi. Wir sind da am Standort Klagenfurt, Klinikum der FH Kärnten. Ich studiere Hebammen und ich zeige euch, was es jetzt da so gibt. Am Klinikum Klagenfurt werden den interessierten Besuchern 6 Studiengänge vorgestellt. Bei den Hebammen steht ein Workshop über das Handling von Neugeborenen am Programm. Wir machen einen Wettbewerb. Es geht darum, dass wir die Kinder umziehen. Und da geht es nicht um Schnelligkeit, sondern darum, mit Fingerfertigkeit und Gefühl das zu erledigen. Maxi macht ihre Sache am besten und erweist sich als Vorzeigehebamme. Ich glaube, weil ich einfach sehr schnell gewusst habe, es geht um was, und ich habe einfach schnell gearbeitet, trotzdem liebevoll mit dem Kind. Das ist sehr wichtig bei unserem Beruf. Nähere Informationen über das Studienangebot an der FH Kärnten finden Sie unter www.fh-kärnten.at.